Heyo, was geht? Wir schauen uns jetzt Just King an. Ein richtig geiles Roguelike, was ein Kumpel mir geschenkt hat. Und da habe ich in die erste Zone hier reingeguckt und fand das richtig geil. Und jetzt schauen wir in Zone 2, wo es bestimmt noch viel schrecklich schwerer wird. Spielprinzip ist schnell erklärt, würde ich sagen. Wir sind ja dieser König hier, oder wir steuern ihn zumindest. Wir haben hier unten ein paar Items. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass wir dem dieses Item hier geben. Aber das geben wir dem nicht. Wir suchen uns stattdessen unseren ersten Helden aus. Und wir haben jetzt hier richtig viele schon zur Auswahl. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal mit so einem Knight an. Der kann ordentlich reinballern. Und der kriegt jetzt mal so ein Upgrade. Und zwar kriegt er Old Rabbits Clock. Und dadurch greift er schneller an. Jetzt gehen wir auf Play. Und suchen uns hier unser erstes Spielfeld quasi aus. Welchen Weg wollen wir nehmen? Die sehen alle super, super gefährlich aus. Ich würde ja sagen, wir gehen hier den hoch. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Also starten wir hier. Und jetzt mit der Maus sage ich quasi, wo unser Typ hingeht, in welche Richtung. Oh, kriegen wir Frostschaden oder was? Oh, wir müssen in der Hitze bleiben. Oh, jojo, das ist ja brandgefährlich. Eieiei, da kriegen wir wirklich einfach Schaden, oder was? Unfassbar. Das ist ja voll schwierig. Und dann müssen wir quasi immer darauf achten, dass unsere Leute gut positioniert sind und überleben. Aktuell ist es nur einer, aber aktuell sind es ja auch nur ein paar wenige Gegner. So, geil. Und dann können wir hier direkt nice uns den nächsten Helden und Items kaufen. Das ist richtig gut. Oh, Viking, der ist neu, den kenne ich noch nicht. Control the battlefield with a sturdy warrior. Okay. Der ist nicht so gut gegen Ranged Attacks, aber wir holen uns den jetzt einfach mal. Und dann kann man die auch aufleveln und alles. Oh, Flame Ring. Den geben wir ihm, dann macht er mal Schaden. Und wir können ja eigentlich einfach unserem König mal die Items hier geben, dann sind sie nicht sinnlos da. Und los geht's. So, mit 2 dürfte es doch jetzt schon gut werden. So, und dann muss man die. Ja, schön. Zwischen die. So muss es sein. Von da kommen die nächsten. Oh, und da muss man auch Pfeilen ausweichen teilweise. Ah, das war doch auch einfach. So, und jetzt können wir direkt wieder. Ihr seht, das geht sehr schnell, die Runden. Das ist super cool. Und später werden die auch noch richtig, richtig krass anstrengend. So, was macht der Paladin? Swords and Heals. Bard, Buffs. So ein paar Buffs könnten ja auch schon mal interessant sein. Aber ich glaube, wir machen den hier. Der bufft auch. Und dann. Oh, nochmal so ein Flame Ring einfach kaufen. Ja, machen wir das. So, und jetzt wird es kompliziert. Jetzt müssen wir nämlich hier so ein bisschen auf die Stats gucken. Und zwar, um den abzuleveln, brauchen wir quasi lila und grün. Das seht ihr da. Strategist and Tough. Für den brauchen wir auch Tough, aber zusätzlich Cold. Und für den Francie und Tough. Also Tough brauchen wir auf jeden Fall. Und der hier ist schon mal Tough. Also weg mit ihm. Und dann kriegen wir hier diese Icons. Und dann können wir jetzt unsere Leute hier aufleveln. Ich level mal unseren Viking zuerst auf. Und das können wir leider nicht verwenden, weil keiner von uns hier Heavenly ist. Gut, dann schauen wir nochmal, brauchen wir noch irgendwas? Und je höher die Level sind, desto krasser können wir die auch ausrüsten. Warum? Solche fragt gerade, warum ich kurz offline war. Der Stream ist einfach abgestürzt. Manchmal, wenn ich die Aufnahme beende, bei OBS und gerade Star Citizen spiele, verträgt sich das nicht gut. Und dann stürzt Star Citizen ab und OBS gleich mit und nimmt den Stream dementsprechend mit. Also, war gar nicht böse gemeint. Alter, der hat voll viel ausgehalten. So, also mit dem Teufel habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Holen wir uns einfach noch einen Viking. Packen den nach hinten. Haben halt gar keinen Ranged-Kämpfer. Hier, den müssen wir auf jeden Fall einschmelzen direkt. Da können wir nämlich schön hier den Viking weiter ausstatten. Er hier war Strategist, geben wir ihm das mal. Okay, auf geht's, weil.
Eins plus Armor. Hat denn irgendjemand noch was? Hier. Du hier kriegst erstmal Schaden. Und dann kriegt der hinten jetzt einfach erstmal einen Armor. So. Es wird langsam gefährlich, Leute. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht wirklich gut ausgerüstet. So, direkt mal rein hier. Ja, schön draufhauen. Gut. Oh ja, der kriegt direkt aufs Gesicht. So, der hatte gar keine Chance. Autsch! Was soll das denn? Ah, die schießen mit Feuer. Unerhört. Rüpel. Das war ja einer. Das war noch relativ einfach. Ich bin erstaunt. Ich freue mich. Cold and Tough. Ich glaube, den können wir mal einschrotten. Cold war doch jemand. Hier genau. Bam. Und Tough geben wir jetzt mal unserem Paladin hier. Der braucht noch Francie. Francie ist ja aber keiner. Ist jemand Protagonist hier von unseren Typen? Auch nicht. Nee, dann. Obwohl, komm, schmeißen wir den einfach auch rein. Blub. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Item für unseren Kollegen hier vorne. Der kriegt einfach jetzt diese Uhr. Dann greift der schneller an. So, jetzt können wir uns entscheiden, ob wir die Elite oder die Elite machen. Na gut, auf jeden Fall. Eins für eins müssen wir uns entscheiden. Also auf geht's hier. Wir machen jetzt zurück. Direkt. Oh, Pfeile. Alter, die Pfeile hauen rein. Oh, die Pfeile hauen rein. Und der ist nicht gut gegen Pfeile. Ich schick mal lieber den nach vorne, den Ritter. Au, au, au. Komm. Und ab nach da drüben. Ab durch die Mitte hier, komm. Oh, und wieder. Natürlich, die großen Blobs, das sind immer Nahkampfgegner und die kleinen sind die Fernkampfgegner. Die sollte ich zukünftig lieber zuerst ausschalten. Oh, unser einer ist schon ordentlich. Und nicht kaputt. Oh, alle zusammen! Nahkampfeinheiten, Fernkampfeinheiten. Komm, rein, rein, rein. Oh, nein, wir dürfen unseren. Oh. Wir dürfen ihn doch nicht verlieren. Nein, nein, nein. Oh, wer geht nach vorne? Unser Tanky-Typ hier. Und wir müssen mal weg hier. Das ist zu heftig. Wir haben es aber fast geschafft. Oh, aber es war auch kalt. Die waren einfach alle eingefroren, unsere Typen. Geschafft. Oh, wir haben einen Diopside-Ring bekommen. Was das wohl ist? Was macht er denn? It seems to coat something shiny inside. Heal self. 3 plus every 2 seconds. Klingt jetzt nicht so ultra spannend. So, was haben wir hier für Leute? Cold and Hasty, Heavenly and Tough. Cold and Hasty kann man doch gebrauchen, oder? Cold war hier. Bringen wir den nochmal ein Level hoch hier. Hasty war keiner. Ich dachte, jemand war Hasty. Okay. Ich finde natürlich immer mehr Damage gut. Wir könnten eigentlich auch mal einen austauschen, vielleicht. Wer wäre denn mal cool? Ach komm, ich bleibe jetzt dabei. Ich bleibe jetzt bei denen. Was ist das hier? Das sieht heftig aus. Slow. Zwei. Ach. Slow. Ich will schnell angreifen. So, gibt ein kleines Zwischenevent hier. Colossal Tree, a noise. The seed is falling towards the party. What do you do? Keep looking at the seed. So, jetzt können wir uns hier ein bisschen gucken, wer hier am besten ist. Ich glaube, keep looking at the seed ist hier die beste Option. Snap of Reality, you the seed, Shockwave, okay. Wir haben einen kleinen Reward. Ich lese das jetzt mal nicht vor. Ich hoffe, das ist okay. Ich will Action. Haha. So, und jetzt können wir direkt wieder Leute aussuchen. Und was ist das denn? Long Range with Friends. Komm, nehmen wir den doch einfach mal. Lassen wir vielleicht ihn hier gehen. Irgendwie fand ich ihn nicht so. Und uns den Kollegen hier. Und jetzt gucken wir, ob wir den upgraden können. Oh. Da können wir doch unseren Ritter auf ein neues Level bringen. So, und dann können wir auch mal gucken. Also, was bräuchte er jetzt noch? Protagonist und Rusher. Sind die leider beide nicht, die Frost Witches. Auch interessant, Frost Witches. Dafür gibt es 25% mehr Schaden. Aber hallo! Nehmen wir doch gerne. Und geben wir mal ihm hier die plus 1 Armor und ihm hier noch das. So, sind wir voll ausgerüstet? Wir haben 10 Gold, ist halt super viel Gold, aber wofür soll ich das gerade ausgeben? Wir können natürlich nochmal hier einen Dice Roll machen. Dann kriegen wir nochmal ein paar mehr Items vorgeladen. Und Tough können wir gebrauchen, Protagonist können wir gebrauchen. Also weg damit. Protagonist und Rusher. Komm, wir wollen ja den hier mal hochbringen. Und den dann auch nochmal.
Geil. Jetzt können wir dem theoretisch noch ein Item geben. Machen wir mal hier 25% Schaden noch bei dem oben drauf. Das ist doch ziemlich cool. Guck mal, jetzt haben wir hier eine gut ausgerüstete Truppe. Doch kein Star Citizen heute. Doch war Star Citizen heute. Aber da, nachdem es abgestürzt ist und mein Stick leider immer noch Probleme hat, spielen wir jetzt eine Runde Just King. Und ich entscheide mich für diesen Part. Ich habe ein bisschen Angst vor zu starken Gegnern. Oh, go ahead. Geil, Vishin Katar. Alter, jetzt kriegen wir hier direkt. Was macht das? Plus 4 Damage. Das kriegt doch hier der hier gleich. Den können wir doch bestimmt gleich upgraden mit Cold und Tough. Hier, Cold. Nehmen wir doch. Geil, jetzt kriegt er das. Alter, jetzt haben wir voll die gut ausgerüstete Truppe. Das geht dann immer schnell hier in dem Game. Protagonistin Tough brauchen wir auch. Machen wir hier nochmal auf den Ritter. Der hier kriegen wir noch einen Protagonist oder Rusher zusammen? Kriegen wir doch noch zusammen hier. Hier, Protagonistin. Bam! Kriegst du das hier und du kriegst das hier. Jetzt könnten wir hier nochmal 25% Schaden ihm oben drauf geben. Leute, jetzt sind wir gut ausgerüstet. Uiuiui. Das Game musste wohl gewechselt werden, weil es das ist mal wieder nicht richtig wurde. Exakt. Aber ist okay, wir haben das Wichtigste auf jeden Fall heute abgehakt in Star Citizen. Alter, der hat ja Hunde. Der bringt Hunde mit, oder was? Wow! Oh, Rückzug, Leute! Sind die Hunde jetzt dauerhaft kaputt, oder? Ich hoffe nicht. Wir kämpfen natürlich hier in der Wärme. Oh, mein anderer Typ ist gleich schon down, oder was? Nein, nein, nein. Schafft ihn weg, schafft ihn weg. Wie sollen wir das sonst überleben? Alter, ich dachte, ich habe voll die gut ausgerüstete Truppe. Und dann sowas. Alter, dass die überlebt haben, das war aber auch gerade nochmal Glück. Oh, einer ist draufgegangen von meinen Typen. Oh. Oh, Bärentypen. Super heftig stark. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das sind ja viel zu viele. Das sind ja heftig viele. Bei den Göttern. Nein, noch einer weg. Oh. Aber wenn wir das überleben, schaffen wir es. Komm, auf die Fernkämpfer. Auf die Fernkämpfer. Ja, auf die Fernkämpfer. Noch ein Schlag, noch ein Schlag. Noch das schaffen wir. Yes. Sieht eher nach einer Gurkentruppe aus. Ey, Freeze. Sie haben überlebt. Sie haben es geschafft. Wenn man natürlich stirbt, ist die Runde vorbei. Aber, also wenn der König drauf geht. Aber ansonsten, Alter. 75% Haste. Das ist richtig heftig. Das kaufe ich direkt. Auch nochmal 52% Haste. Das sind jetzt richtig geile Sachen, die es gibt. Da muss ich mal ein bisschen was verkaufen, weil ich will auch noch ihn hier mit Francie und Tuff irgendwie. Davon Hasty? Du einfach. Hauptsache, unser Ritter kommt noch eins nach oben. Jetzt kriegt er nochmal 25% Haste oben drauf. Und ich tausche den aus mit dem hier. Und jetzt haben wir immer noch drei. Ich würde das gerne beides haben. Also verkaufen wir plus 1 Armor, glaube ich mal lieber nicht. Hier, die 25%. Ah, nein, ich mag es, dass er so schnell angreift. Hatte nicht auch irgendjemand? Habe ich. Ach, man kriegt die Items nicht zurück oder was, wenn man die Leute verkauft? Habe ich den einfach mit den. Ne, hier, der hat das plus 4 Damage-Ding. Das kriegt jetzt nämlich eher hier vorne. Und dann greift er super schnell an und super stark. Und wisst ihr was? Gleich greift er noch schneller an. Super schneller Angreifer. Super duper schneller. So, jetzt. Ach nee. Machen wir 25% Haste weg. Machen hier mehr Schaden. Dann kriegt er hier Schaden. Und das haben wir für niemanden mehr. Okay. So. Leute, jetzt sind wir gut ausgerüstet, oder? Können wir noch irgendwas upgraden? Nee. Gut. Ich gehe mal lieber hier hin. Mal lieber Non-Combat. Mal lieber nochmal gucken, was hier abgeht. Und wo wir die höchsten Erfolgschancen haben. Run into the Cave Entrance. Rusher Token plus 3. Alter, heftig. Können wir leider überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt haben wir vier. Oh, hier gibt es nochmal das hier. Das ist ja mega geil. Das ist auch gut. Ich verkaufe jetzt was. So. Jetzt kann ich nämlich das hier reinziehen. Jetzt kriegt unsere ganze Party plus 1 Armor. Und jetzt machen wir ihn hier vorne noch schneller. Und machen ihn hier einfach auch noch mal schneller. Das ist. Guck mal. Oh, nein, wisst ihr, was richtig he heftig übertrieben krass ist? Wenn man die Archer schneller macht. Weil der dann super, super schnell Flächenangriffe macht. Lass mal lieber das machen. Alter, Leute, das wird eine richtig heftige Sache. Der hier vorne kriegt dafür mehr Damage. Oder? Oder, warte, wir machen.
Der Archer macht auch noch mal, macht richtig viel Damage. Geil, Leute, Alter. Was ist das jetzt für eine Power-Truppe? Fast alle hochgelevelt? Jetzt ist nichts mehr mit Gorp-Truppe hier, Freeze. Guck dir die mal an. Aber ich nehme an, die Vikings, die kriegen keinen Frostschaden, weil die hier heimisch sind. Aber seht ihr, es funktioniert schon ganz gut. Ach, man kriegt die jede Runde dazu, jetzt habe ich verstanden. Oh, 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 Ritter, Ritter ist fast down, Ritter ist fast down, schützt den Ritter. Schützt den Ritter. Der ist unser Damage-Dealer hier. Nice, 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 nice. Oh, was ist das denn? Forgotten Banner. Plus 25 zur Party dazu. Aber hallo, das nehmen wir doch gerne mit. Nehmen wir nochmal so ein Haste-Ding. Das kriegt erstmal unser Typi hier. Kriegen wir den jetzt nicht nochmal ein Level hoch? Das muss doch gehen, den Viking nochmal ein Level hoch zu kriegen. Cold and tough. Hier. Rancy hätte er genommen. Rusher geht nicht. Ich mach nochmal. Ich würfel nochmal neu. Oh, ich habe gar kein Geld mehr. Ja, okay, never mind. Auf Wiedersehen, Enchanted, Dings da. Und du greifst einfach mal schneller an jetzt. Ich glaube, das ist gerade praktischer. Gut. Nächste Runde. So, ich muss morgen früh raus. Ich wünsche euch was. Wünschen wir dir auch. Vor allen Dingen eine gute Nacht dann erstmal. Und gutes Rauskommen morgen, Herr Merv. Schön, dass du da warst. So. Trust the Bucket. Resistance Certificate. Was ist das denn? Und wir kriegen wieder neue Optionen hier. Eieiei. Oh, okay. Interessant. Das kriegt, je nachdem, wo derjenige ist, kriegt man einen Bonus. Das ist ja auch interessant. Das heißt, wenn ich das jetzt meinem hier vorne geben würde, würden alle 20% Speed bekommen. Das ist ja schon praktisch. Das würde ich gerne ausprobieren eigentlich. Verkaufe ich einfach das und kaufe ihm das hier mal. So, sind wir einfach mal schneller. Sind wir auch schon blank. Jetzt für den kompletten Endkampf. Boss, auf geht's. Ich bin sehr gespannt. 25% schneller, ob uns das massiv viel hilft. Yes. Ah ne, guck mal, da kamen die Hunde auch mitten in der Runde. Ja, perfekt, dann bleibe ich einfach hier hinten. Lass die das klären, dann können wir uns ein bisschen heilen. Ich habe leider gar keinen Healer oder sowas dabei, deswegen muss ich ultra darauf aufpassen, dass die nicht verrecken. Aber gegen den sind die Hunde ja super. Da hoffentlich sind die auch so gut dann gegen den richtigen Boss, weil der wird dann nochmal super heftig. Ich hab wie gesagt erst das erste Gebiet geschafft. Also ich habe ja auch erst zwei Runden gespielt. Erste verloren, zweite habe ich dann das Gebiet geschafft, aber ich weiß nicht, wie es jetzt hier sein wird, ob ich auch wieder zwei Anläufe brauche. Das ist er jetzt. Das ist der Final Boss. Ich bleib. Ah! Oh, oh, oh! Der spawnt noch mehr kleiner. Wir knuspern den ganz langsam weg. Ich bleib einfach erstmal. Oh! Aber das ist eine ganz gute Strategie, glaube ich. Vor allem, weil ich ja immer beim Feuer bleiben muss. Dann knuspern wir den erstmal so langsam runter hier. Oh, komm, mach die mal ein bisschen Schaden. Oh nein, ich muss weg. Der Frostschaden ist sonst zu heftig. Au, au, au. Es ist gut, dass wir einen Archer dabei haben, aber irgendwann müssen wir auch ein bisschen näher ran. So, ich glaube, ich habe den Boss verstanden. Oh nein, ich dachte, jetzt kommt's rechts, das Licht. Ganz langsam, aber sicher knuspern wir ihn runter. Knusper, knusper. Diese Hunde vor allen Dingen. Also der Typ ganz hinten, der ist richtig heftig gut. Das ist unglaublich. Oh, zweite Phase oder was? Oh nein. Oh nein, zweite Phase. Er wird noch heftiger. Komplett, wir haben gar kein Licht. Was geht? Hört auf. Oh. Ja, komm her, du. Oh, aber dafür kriegen wir jetzt überall Licht. Oh nein, 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 was ist da... Was ist denn da los?
Ich greife an. Voll auf Angriff. Kommt, hau drauf. Oh nein, weg davon, weg davon. Oh, oh, oh. Mein Rittersmann. Aber wir haben ihn noch fast. Wir haben ihn noch fast. Komm, jetzt auch einmal drauf. Einmal ordentlich drauf jetzt. Dann haben wir es doch. Keine Angst mehr jetzt, Leute. Keine falsche Zurückhaltung. Jetzt haben wir ihn gleich. Yes! Gebiet 2 geschafft, oder was? Ja! Wunderbar! New Zone unlocked. Auf geht's! Zone 3. Gibt's da noch mehr Zonen, oder war's das? Ist ja, glaube ich, Early Access hier. Have these items in the bag always been there? Ja. Habe ich da hingepackt. Nehme ich an. So, wen nehmen wir? Mit wem starten wir jetzt? Was ist das denn? Sharkmancer. Das hört sich sehr gut an. Hunter of the Deaths, that summons fishy allies. Den nehmen wir jetzt einfach. Wir nehmen jetzt den Shark Hunter. Aber wir setzen den mal nach hier hinten. Auf geht's. Einfach, weil er sich super cool anhört. Ich hätte ihn mal lieber noch ausrüsten sollen mit irgendwas, aber... Lol. Okay, wir sind einfach unter Wasser. Wie cool ist das, bitteschön? Hä? Ich dachte, du summonst fishy allies. Ja, macht er auch. Ach, er muss dafür erst Leute angreifen, oder was? We need or two. Oh. Das heißt, ich muss jetzt immer danach gucken, dass es O2 gibt. Okay, interessant. Hab ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das denn? Deep Cultist. Perverse Fighter that invokes her goddess to control the battlefield. Nehmen wir die. Geht's? Good at setting up controlled areas. Bad at constant repositioning. Blablabla. Geben wir der mal lieber einen Health-Bonus. Und unserem Hintern hier ein bisschen davon. Ah, der kann ja eigentlich auch mal nach vorne. Okay, wie viel haben wir noch? 2. Sparen wir mal auf. Sie sehen aus wie Tic-Tacs in bunt. Durchaus, ja. Was bedeuten diese Fischerhaken? Sind die gut für mich oder schlecht? Ah! Lol. Man kann die Leute rauskicken, indem man sie an die Fischerhaken rausliefert oder was. Aber mir können die nichts antun. Okay, das ist gut. Ich glaube, ich musste bisher... was sind das denn für... Ich habe gerade gar nicht gerafft, was überhaupt abging. Aber die Tentakel haben irgendwelche Sachen gemacht. Vielleicht muss ich für die keine Luft besorgen, weil das normale Leute... Also weil die unter Wasser leben. Aber ich mache jetzt einfach mal weiter mit Unterwasserleuten. Vielleicht auch mal einen Healer mit dazu packen? Komm, mach mal es einfach. Warum nicht? So, und der kriegt das. Der kriegt das. Der kriegt das. Nee. So rum machen wir es. Okay. Wir gucken mal, ob der jetzt Sauerstoff braucht regelmäßig. Oh, der Bade. Mach mal den. Oh, au! Also, die gefallen mir nicht, diese Dinger. Ich weiß auch nicht, was es mit diesen Muscheln auf sich hat. Aber auf jeden Fall kommen da gerade ein paar Haie an und helfen mir. Ich raff gar nichts, was hier abgeht unter Wasser. Das ist ja heftig. Ja, auf Wiedersehen. Wir wollen hier nämlich jemanden aufleveln. Deep und Tough brauchen wir dafür. So. Und dann kriegen wir da vielleicht noch einmal Armor erstmal drauf. Wir kriegen keine geilen Boni hier oben irgendwie. Wir sparen uns das restliche Geld mal. Okay. Wir versuchen die Haken zu unserem Vorteil zu nutzen. Aber, ach, blöde Fernkämpfer, müssen wir erstmal hin. Wir kämpfen auf dem Meeresgrund. Alles hier ist so bunt. So, für die brauchen wir Deep und Rusher. Heavily Hasty. Ja, es nützt uns alles nicht so wirklich was. Nehmen wir mal plus 50 Damage erstmal. So, mehr brauchen wir erstmal nicht.
Na komm, mach mal einen Reroll. Dann kann ich die hier mal einschmelzen und krieg auch ein paar Sachen, die ich wirklich brauche. Cool, jetzt haben wir nämlich hier. Oh, guck mal, das sind da. Ja, komm. Ein plus eins Damage. Nehmen wir auch. Guck mal, jetzt sind wir schon ein bisschen besser. Das freut mich. Ich denke, wir gehen hier rüber. Machen nicht den schweren Gegner, machen hier die Linie hoch. Ich will, vielleicht schaffen wir es dann nämlich noch, wenn ich jetzt nicht zu viel Zeit bei super schweren Gegnern verbrauche. Das brauchen wir auf jeden Fall. Von denen brauchen wir keinen. Reroll. Den schmelzen wir ein und bringen ihn hier ein Level hoch. Auf geht's. Guck mal, jetzt geht's richtig schnell. So, wir gehen die sichere Route. Ich weiß, jetzt sagt ihr, warum geht er die sichere Route? Wo findest du solche Spiele eigentlich immer? Wie finde ich die? Das hat mir Johannes geschenkt. Da reden wir bestimmt in der nächsten Episode voll verpixelt, unserem Gaming-Podcast drüber. Empfehlung geht raus. Hört ihn euch an. Der hat es mir geschenkt. Und er hatte vollkommen recht, es macht Spaß. Wir machen das manchmal und schenken uns Spiele und so. Und empfehlen uns Filme, Serien, YouTube-Videos. Das funktioniert ganz gut. Also wieder, da hat die Umgebung eigentlich die meiste Arbeit für mich ge getan, habe ich das Gefühl. Schmelzen wir den ein. Das sind alles irgendwie nicht so geile Items. Ich mache nochmal einen Reroll. Das sieht doch schon ein bisschen geiler aus hier. Nehmen wir die, die sind sehr wichtig. So, tauschen wir das gegen das. Und das gegen das. So, obwohl du hast schon immer relativ viel Schaden genommen hier vorne. Ich lass mal hier auf Heal. Okay, ansonsten sieht gut aus. Wir könnten noch einmal hier jemanden vertiefen. Weil wegen Dieb, versteht ihr, der Wert war Dieb. Ja, okay. Und das war's dann. Mehr können wir nicht machen, so wirklich. Du hast ein Item? Gut. Auf geht's. Wupp. Kurz rausgetappt. Treasure. Open Chest. Nice. Was haben wir? Oh, Gold. Bottle is Lightning. Was macht das? 25 Shine to Unleash. Das ist ja mega hammergeil. Das kriegst du hier vorne direkt mal. Und dann verkaufen wir dich hier. Ach, dich haben wir ja schon auf Max gepackt. Ist hier noch jemand? Dieb? Tough. Tough, wir brauchen Rusher, aber. Was haben wir hier noch? Alter, was machst du? 25 Heal? Das sieht irgendwie ziemlich teuer aus für plus 25 Health. Keine Ahnung. Das kann auch nur meine Meinung sein. So, dich tausch mal dagegen aus. Sind alle ausgerüstet, auf geht's weiter. Ich glaube, wir sind gut ausgerüstet bis zum Schluss. Ich weiß nicht, was die Truppe macht. Ich stehe nicht ganz hinter meiner Truppe, muss ich sagen. Moisturing. Alter! On Deep plus 50 Health. On Front 150 Damage obendrauf. Aber Heidewutzka. Heidewutzka. Hoffentlich stackt das auch auf diesen Blitz. Das wäre ja Hammer. Das wäre hammergeil. Da können wir nochmal Deep and Tough machen. Da kriegen wir Rusher. Gut, machen wir das halt so. Damit wir hier Rusher haben. Bam! Level nach oben. Dann können wir dir nämlich noch. Was ist das denn Schönes? Das ist nicht so geil. Plus Health to Party, 10 Health to Party ist eigentlich schon ganz. Aber ja, komm, gib mal dem das, dann brauchen wir nichts verkaufen. Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Das bestimmt, ja, Fernkämpfer, erstmal auf die Kotz drauf. Oh, au, ouch, ouch, was ist denn hier los? Nein, da ist direkt einer von mir draufgegangen, oder was? Ich glaube, wir sind nicht bereit. Wo sind meine Haie? Wo sind meine Haie? Habe ich nicht Hai-Verstärkung irgendwie? Da sind meine Haie. Oh, warte mal, muss ich mit den Typen vielleicht nah an dieses Ding hier dran gehen? Und dann kommen Haie? Nee. Sehr viele Nahkämpfer. Eieiei. Eieiei. Das überleben wir nicht. Ich komme hier kaum noch durch. Oh nein, meine Typen sind gleich down. Meine Typen sind gleich down. Ich drehe mich wild, wild im Kreisdrehmanöver. Heile! Heile meinen. Ja, sehr gut. Sie heilen. Da, oh, aber dann haben wir es geschafft. Vielleicht ersetze ich den Heiler aber gegen den Fernkämpfer. Der scheint mir jetzt nicht so.
nützlich zu sein. Obwohl, guck mal, wir haben fast wieder Full Life. Ich sollte nicht zu früh irgendwas sagen. Nice. Oh, was kann man da machen jetzt, um die Truppe so richtig zu verstärken? Die müssten beide noch mit Deep und Rusher 1 hochgebracht werden. Ich rerolle mal. Ich rerolle nochmal. Ja. Einmal Deep. Und zweimal Rusher. So, und dann haben wir den schon mal 1 hoch. Dann. Weiß nicht. Nehmen wir noch was davon. Was machen wir? Was machen wir? Plus 50 Damage. Komm, kriegt er hier. Das ist eine gute Sache. Plus 50%. Machen wir nochmal plus 1 oben drauf. Nochmal extra. Macht ja ordentlich viel Schaden. Komm. Wir haben ja noch ein bisschen was. Vor uns hier. Nicht zu lange nachdenken. Wir wollen das hier jetzt heute noch zu Ende bringen. Gut. Oh. Ich muss einfach die Umgebung mehr nutzen, glaube ich. Weil das scheint wirklich nur die Gegner zu betreffen. Ja, ich muss einfach nur die Umgebung benutzen. Diese Tentakel sind super heftig. Yeah, guck mal, da, direkt Tentakel. Ich muss einfach nur hier bleiben. Und ich muss diese blöden Barden kaputt machen. Ja, kommt her, kommt her, kommt her. Oh. Was sind das eigentlich für Augen? Ach, die Augen schießen auf meine Feinde. Ich raff gar nicht mehr, was hier abgeht. Ist das nicht hammergeil? So, verkaufen. Wir haben ja noch einen, der hochgebracht werden muss. Gib dir noch einmal. Hier, du gibst nochmal. So, haben wir dich auch auf Max. Und dann kriegst du das hier. Cool. Den Heiler. Was braucht man da? Heavenly und Hasty. Geht nichts davon, ne? Heavenly und Tough. Keine Ahnung, ob wir den jetzt noch ein Level tatsächlich nach oben bringen bis zum Schluss. Aber ich gehe jetzt einfach mal drauf. So. Wisst ihr was? Wir machen Reroll. Ich verkaufe ein paar Items. Und dann können wir... Ha! Perfekt! Das wäre wirklich als ob... Guck mal. Als ob wir es geplant hätten. Alter! 150% Haste. Was können wir alles verkaufen? Da müssen wir eine ganze Menge verkaufen. Da müssen wir 4 Items verkaufen für. Aber ich will es haben. Oder? Was macht er? Ja, komm. Doch, weg. Damit, weg damit. Brauchen noch 1. Verkaufen wir noch... Das hier plus 1 Damage. Alter, plus 150 Haste. Wäre natürlich auf dem Heiler super mächtig, glaube ich. Das machen wir. Weil ich glaube, dann heilt der ja übelst schnell. Das ist meine Hoffnung, dass der uns einfach super schnell heilt. Okay. Okay, wir nehmen noch dieses Überraschung-Dings hier mit. Nochmal 5 Gold. Können wir nochmal gucken, ob es noch was Supergeiles gibt. Plus 2 Damage, plus 50. Können wir den Heiler vielleicht noch 1 nach oben bringen? Ist unwahrscheinlich. Also kaufen wir jetzt einfach das hier und tauschen mal. So, das einfach so aus. Oder, ach, der macht doch eh keinen Schaden. Wir machen einfach noch einen super schnellen, wir machen unseren Heiler einfach noch schneller. So, der kriegt das, unser Heiler kriegt das und dann haben wir es doch. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nochmal einen Reroll. Ich habe gehofft, hier wäre vielleicht noch ein Item dabei, was ich hier unserem Boss danach geben kann, aber unserem König. Boss, auf geht's. Ich bin super gespannt, ob wir das jetzt wirklich in einem Rutsch hier so gut durchbekommen. Oh, unser Heiler ist schon down. Das ist gar nicht gut. Gerade nochmal hochgelevelt. Und unser Heiler ist einfach weg. Und wir sind fast, wir haben auch fast kein Leben mehr schon. Wir sind schon auf Half-Life. Also ohne die Umgebung jetzt hier heftig zu nutzen, wird das nichts. Also wir sind bis zum was gekommen, aber... Oh, bei den Göttern. Eigentlich einer, an dem man, glaube ich, nicht so nah ran will. Oh, die roten, die machen mich kaputt, okay.
Oh, oh, oh. Oh, wir haben ihn ja schon zur Hälfte runter. Das ist wie bei Dark Souls. Man muss nur nah an den Boss ran. Oh, was passiert denn jetzt Heftiges? Das gefällt mir gar nicht. Au, au. Komm, komm, komm. Oh, shit. Ich habe da oben gar nicht gesehen. Der King. Er ist gestorben. Ah, heftig. Aber das Spiel ist geil. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es geht auch so schön schnell. Es ist ein gutes Roguelite. Definitiv. Macht viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.